Auf die Schilde und herzlich willkommen bei Conqueror's Blade. Eine Mischung aus MMO und was auch immer. Wir müssen auf jeden Fall hier viel diese Burg hier erobern. Das ist eigentlich immer so. Ja, fiesche Ulti. Guck mal, wie ziehe ich die jetzt nach? Attack, genau. Healing. So, jetzt habe ich nämlich mal meine Einheiten hier. Ich habe hier nämlich so fiesche Kumpels. Kann ich mich nämlich mal immer dazwischen mal verpissen. Und heil mich mal kurz. Ich habe hier nämlich auch mit rechts, links und Fuß Schild. Bogenschützen! Hackze. So, jetzt muss ich mich nämlich auf jeden Fall mal heilen. Achso, es gibt gerade, ne? Das kann ich, ne? Mit SCRG und dann. SCRG zoomt man hier so cool raus in diesen Bearbeitungsmodus. Und dann mit V weist man dann halt die Leute zu. So. Oh. Haben wir jetzt so einen fieschen Gegner. Jeder hat ja so seine Kumpels mit. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch. Oh, gut. Muss ich mich hier mal kurz verpissen. Ich muss brauche Heilung. So, und weiter geht's. Gut, der Kunde ist auf jeden Fall umgefallen gerade. Ich sehe einen Cockcheese. Das war's Tutorial. Ja. Das Spiel ist gerade Free-to-Play bei Steam. Also ich denke mal, das wird immer bleiben, Free-to-Play. Ich spiele es jetzt auch gerade zum ersten Mal. Aber ich muss eigentlich sagen, jetzt so von der Macher finde ich das echt ganz cool. Wie beginnt eure Legende? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Als ihr noch ein Kind wart, wurde euch von mir ein verwirrten Ritter unterschlupf. Am nächsten Morgen bat er euch, ihn aus den Wäldern zu führen. Auf dem Weg fragte euch der Mann nach eurer Familie. Eure Antwort lautete: A. Das Land bietet uns alles, was wir zum Leben benötigen. Geschicklichkeit plus. B. Wir arbeiten alle auf dem Bauernhof meines Herrn hinter dem Wald plus Stärke. Mein Vater ist Schmied und ich werde eines Tages bei ihm in die Lehre gehen plus Rüstung. Der Fremde nickte und fragte, wie es euch gelang, unter einem der tyrannischen Fürsten zu leben. Eure Antwort lautet: A. Ich habe keine Angst vor meinem Herrn. Eigentlich hat er Angst vor mir. Zähigkeit. Vater sagt, ich müsse zukünftig in die Armee eines Lehnsherrn kämpfen, plus Rüstung. Wir erlegen hin und wieder eines seiner Rehe. Ist auch cool. Rüstung plus. Weil ich gehe nämlich auf Tank. Also, das ist so meine Spielweise auf Tank. Obwohl der Bogenschütze eigentlich auch hier sehr interessant ist. Als er den Rand des Waldes erreicht, erschien ein weiterer Ritter mit demselben sternförmigen Abzeichen. Auf eurem Heimweg gelobt ihr, eines Tages ein großer Ritter zu werden. Im Gegensatz zu ihm nie einen Kampf zu verlieren. Eines Tages weitaus groß für denen gegenüber zu sein, die euch helfen. Plus Rüstung. Jahre später. Als Musterungsoffizier in die Stadt kam, auf deren Wams ein silberner Stern prangte, wart ihr der Erste, der hervortrat. Hier klicken zum Beginn. Das ist also Acing Cockcheese. Ja, man kann sie so anpassen. Vertrag, ja. So, Asien. Oh, Cock. Tschüss.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Format ungültig. Keine Zahlen, leere Zeichen. Geht nicht. Magneten. Ha! Okay. die haben wohl einen Filter. Wir können nicht Ace Cocktails sein. Dies ist ein. Achso, war schon weg. War ein bisschen laggy. Aber ey, es ist Free-to-Play-Spiel, ja. Also, was will man mehr? Ich muss sagen, für die Grafik. Also, bei der Grafik ist es echt ein Wunder, dass man sowas überhaupt noch kostenlos kriegt. Okay, die Schlacht ist wohl etwas größer. Auf jeden Fall sehen wir hier Belagerungstürme. Ah, Easy Cock Cheese is back. Natürliche Pferde. Oh, okay. Da kann er keine lesen. Oh, noch schneller. Okay. Bap, bap, bap. Gelesen? Ich ne. Zurück auf dem Schlachter erst ergehen auf eine Belagerungswaffe, um sie zu verwenden. Mhm. Haltet V gedrückt, um eure Einheit zu befehlen, einen bestimmten Bereich zu greifen. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann sind nämlich hier wie Hack, Hack, Metzel, Metzel. Hack, Hack. Tabulator drücken, um alle Kampfformationen und die Karte anzuzeigen. Tab. Rollt das Maus in die offene Welt, um zu zoomen. Okay. Das Söldnerlager. Davon läuft auf jeden Fall Kinomodus, weil ihr stillst, fährt die Kamera zu eurer Schulter. Nee, Kinomodus würde ich nicht. Das ist gay. Alt ist hier. Achso, dann können wir hier. Ah, Autorun, cool. Wir werden früh genug wieder in die Schlacht ziehen, keine Sorge. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Wer seid ihr? Ach, der neue Rekrut. Die Musterungsoffiziere sagten, ihr seid eifrig. Mhm. Ja, wenn die das sagen, ihr seid hier, um einen Teil unserer Infanterie zu führen, da es keine unserer Junior-Offiziere gelang. durchgehalten hat. Warum? Aber das Wichtigste zuerst, Search und Henry wartet darauf, euch zu über die Übungslager zu schicken. Los, Bewegung. Warum hält das hier keiner durch? Gibt's hier keine Kekse oder was? Ich bin einfach ein Fußsoldat, kein hoher und mächtiger Lord. Ja, okay. Sergeant Henry. Aber ich muss trotzdem sagen, jetzt für Free-to-Play echt gut gemacht bis jetzt. Also haben sie sich ganz schön Mühe gegeben. Ich denke mal, da gibt es dann bestimmt auch so diese Variante mit zwischen Pay-to-Win vielleicht. So, habe ich da so ein Gefühl, weil warum sollte man so viel Arbeit und so viel Geld in was investieren, was dann umsonst ist und auch umsonst bleibt? Ich glaube nicht, dass man hier nur Skins kaufen kann. Springen können wir also auch. Der Ständer. Hier meine Bogen.
Weil der Bogen macht nämlich jetzt so ein bisschen den Shooter draus. Fapp. Fapp. Okay, das ist hier so ein bisschen, fokussierter. Obwohl ich gut bin mit Bogen, ne? Echt sogar besser mit dem Bogen als mit irgendwas anderem. Aber wir können ja einfach mal alle probieren. Also Bogen haben wir jetzt. Doppelklinge. Das ist sowas wie Doppelan. Hab ich nicht gesagt. Ja, also wir haben mit Q haben wir auch immer so eine fiesche Fähigkeit. Hack, hack, hack. Ja, fiel das fast auch gleich mit um. Der hat eine Rüstung an, ja. Der geht sozusagen etwas schwerer. Der hat die andere Rüstung, also keine gehärtete, sondern so ein so Lederrüssi. Der Lederer. So, was haben wir hier nämlich noch? Die streitsuchende Axt. Ja! Das ist hier natürlich blocken. Das gibt's auch. Das ist. Oh, wie hieß denn das andere Spiel? Medal of Honor was nicht. Das war auch was mit Honor. Nur halt nicht ganz so viel Tastenbashing. So, und hier. Und. Achso, der stößt zurück. Fab! Und. Hack! Hack, hack! Bleib hier schon mit der Axt irgendwo hängen. Ich müsste, glaube ich, mal so ein bisschen in den Tönen das hier noch etwas leiser machen. Muss ich mich hier nicht ganz so rumschreien. Grafik habe ich jetzt einfach mal auf niedrig gestellt. Zwecks den FPS und sowas. Aber ich habe es dann nicht ganz auf niedrig gehabt. Ich glaube, jetzt sieht es besser aus. Also jetzt nicht besser aussehen, sondern leckt vielleicht nicht mehr so. Das ist hier. Lancelot. Hä? Hack, hack. Ich glaube, es leckt es nicht mehr ganz so. Also wir haben immer noch FPS Pro 5, aber ich glaube, das ist ein bisschen spielbedingt. Er ist natürlich sehr gut gesichert. Der Kumpel. Aber ich muss sagen, den finde ich wiederum ganz cool mit diesen. Wiederum ganz cool mit dem Speer. Also, es gibt den Bogen und den Langbogen, okay. Oh, geil! Fapp! Okay, kann man auch hier kurze Stöße schießen. Aber mit dem langen macht man einfach natürlich viel mehr Schaden. Oh, cool. Ich glaube, es wird wohl der Langbogen werden bei mir. Dann haben wir noch ein kurzes Schwert und hier viel Blocking und so. Ja. Okay, es ist, das weiß ich schon, dass es nicht mehr entlassen wird. Können wir gleich über. Fuck! Muskete! Haha! Okay, also wir können hier nicht blocken, wir können hier nur. Zurückschlagen. Okay, und neu laden. Das ist so die ABP des Spiels. Ah. Und Shotgun-mäßig hier haben wir auch was drauf. Ich glaube, es wird feine Bogen werden. Haben wir schon weg, Knuspert. Den Ruch. Ah, schwere Entscheidung. Oh, hier, geil. Ha, ja, hack. Es gibt Kuchen. Hier ist ein Samurai-Schwert. Okay. Okay, jetzt glüht mein Schwert hier fisch. Für noch mehr Schaden.
Hier haben wir auch das Schild sozusagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Grüne zeigt ja immer an, zwecks Wiederbeleben und sowas. So, jetzt haben wir noch die Klefe. Auch cool. Aber es tut mir leid, also es ist, ist alles nicht so meins. Und natürlich das Schwert und Schild, wie wir hier im Intro ja vor uns gesehen hatten. Hackfleisch, hackende Zerhacker. Ich werde Langbogen nehmen. Ich werde einfach diesen fucking Langbogen nehmen. Ah! Das ist ja gemein. Ich bin benommen. Ich bin schon wieder benommen. Ratatat. Okay, hard. Also zumindest, wenn dieser Kampf immer losgeht und der Kunde steht genau vor mir. Das Schild oben, jetzt haben wir seine Verteidigung sozusagen gebrochen. Klappt besser, würde ich sagen. Aber wir probieren trotzdem noch mal ein bisschen was anderes aus hier im Trainingskampf. Die Muskete. Weiß nein. Wo ist die Muskete eigentlich auch jetzt nicht schlecht? Was? Probieren wir nochmal den Kurzbogen aus. Wenn das noch möglich ist. Aua! Mach hier viel schön auf Jackie Chan hier. Mobilität, Fernkampf, Schaden. Musst du halt da treffen, ne? Schwierigkeit, Fernkampf, Schaden. Mobilität. No risk, no fun, wir nehmen die Machete. Muskete, ne Machete. Die Muskete. Ich bin jetzt Musketier. Oder Musketenbläser oder. Wie heißt denn das? So, dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Tutorial und bis später.